Ja, gut. Naja, ich meine, vielleicht hat er gar nicht so Unrecht. Wir wissen ja nicht genau, was da passiert ist. Aber eventuell konnte man so die Erde davor retten. Das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wiedergabe, Nachricht 34. Isaac, ich weiß, dass du da bist. Jetzt geh schon ran. Wie du willst. Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass mein Leben weitergeht. Pass auf dich auf, ja? Ach, unser lieber Isaac. Mann, selbst privat hat er da so einen komischen Anzug an. Unser Plasmakater. Ein gutes Stück, ein gutes Stück. Ja, den hab selbst ich gesehen, Isaac. Du. Isaac Clark, Finger weg von mir. Antworten Sie. Er ist es. Wer zum Henker sind Sie? Helfen Sie ihm hoch. Hoch. Ich habe nicht viel Zeit, also werde ich mich kurz fassen. Meines Wissens sind Sie sowas wie ein Marker-Experte. Sie erschufen einen... Einen Scheiß erschuf ich. Die Regierung zwang mich. Und Sie haben zwei zerstört und deshalb sind wir hier. Wir haben einen Job für Sie. Nein. Nein. Doch. Doch. Damit bin ich fertig. Suchen Sie sich den anderen für Ihr Selbstmordkommando. Quatsch. Quatsch. Haben wir. Und bevor wir den Kontakt zu ihr verloren, sagte sie, wir sollen sie suchen. Mary. Wo ist sie? Was haben Sie ihr angetan? Wo ist sie? Unitologen sind in die innere Wartehalle vorgedrungen. Wir können sie nicht stoppen. Hey, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen los. Sie ist ganz allein da draußen, Isaac. Und ich kann ihr nur helfen, wenn Sie mir helfen. Wir machen's. Wir machen's. Wir machen's. Okay. Los. Okay. Los. Los geht's. Komm. So bekommen wir hin. Yeah. Für die Menschheit. Für unsere Freundin, deren Namen ich nicht kenne. Nee, das sind ja wir. Also unser Foto musst du nicht mitnehmen. Du, nimm mal von ihr das mit. Isaac? Isaac. Hör da wieder nicht zu. Kapitel 1. Jähes Erwachen. Isaacs Apartment. Und wie steuere ich jetzt hier? Hallo? Drücke Q. Erstmal Q drücken. Aha. Schön. Ist das eine Uzi? Naja, es ist so eine moderne Uzi, ne? Abspielen. Wiedergabe. Nachricht 33. Anrufer Birdrise Apartment. Diese Nachricht ist für die Bewohner von Apartment 16. Ihre Miete ist überfällig. Dies ist Ihre letzte Benachrichtigung. Sollten Sie nicht binnen 3 Tagen bezahlen, wird das Apartment geräumt. Ja, das war wohl der letzte Hinweis und jetzt sind 3 Tage vergangen und wir werden weggebracht. Textlog! Wir machen hier wieder das alte Spiel. Ihr drückt Pause und dann geht es weiter. Wow, was für Worte, meine Güte. Okay, ich sagte, ich helfe Ihnen. Also, wo ist Ellie? Wie lange ist sie schon verschwunden? Halten Sie die Klappe und kommen Sie her. Ich erkläre es Ihnen später. Sind hier auch Monster? Ich dachte, das ist eine normale Stadt. Es klingt irgendwie komisch. Ach, Gott sei Dank, wir sind nicht alleine. Das finde ich gut. Wer zum Teufel sind Sie denn? Scars letztes Bataillon. Norton. Captain Robert Norton. Und das ist Sergeant John Carver. Letztes Bataillon? Wie meinen Sie das? Was verstehen Sie daran nicht? Es gibt sonst niemanden mehr. Sieht sauer aus. Niemand mehr? Lass uns erwarten. Los jetzt! Ich dachte, hier passiert nichts. Ist das jetzt ein Böser? Wow. Ein verrückter Böser. Isaac, Bewegung. Los, Entdeckung. Munition, Munition, Munition. Nein, nein, sind das hier? Ach, vor uns! Alter!
Ich war darauf gar nicht vorbereitet. Isaac, warum bezahlst du deine Miete nicht, du Vollidiot? Was ist denn das? Warum wollen sie uns töten? Die wollen sie töten. Was? Verschwinden Sie da und halten Sie die Klappe. Mieses ja, wo lang? Alter. Oh Gott. Verdammt, der Mist. Da rein? Nee. Hoch, hoch, hoch. Leiter, hier ist eine Leiter. Schnell hin da, schnell hin. Ist hier hinten vielleicht noch was versteckt? Nein. Hoch. Also auf sowas war ich gar nicht vorbereitet. Nee, du. Isaac, ey. Warum sind die Fanatiker hinter mir her? Ich habe früher schon Marker zerstört, Isaac. Daher sind sie eine Bedrohung für die am Plan. Ach so. Ja, eine Endzeitprophezeiung im Zusammenhang mit den Markern. Die Konvergenz? Ja, Ellie meint, sie können sie aufhalten. Sie ist verschwunden und sie sind ihr hierher gefolgt? Ja, gehen Sie jetzt zum Dach des Fletcher-Korb-Gebäudes. Dort wartet ein Rettungsteam. Oh, hier gibt's ja schön viele Sachen zum Mitnehmen. Finde ich ja gut. Rettungsteam! Haben Sie diesen Mann gesehen? Bitte. Wo ist er? Das ist nicht wahr! Was ist passiert, Lady? Kann ich helfen? Ich hab ihn! Er ist unterwegs zum Freeway! Schneide diesen Weg ab! Haben die uns jetzt gesehen? Lady? Geht's Ihnen gut? Ruhe! Also was, Frauen schlagen oder vielleicht hat er sogar geschossen. Das geht zu weit, das geht hier zu weit. So, komm. Mist. Auf die Freeway gekommen. Dann müssen sie ihn irgendwie überqueren. Das sind unbemannte Transporte. Sie halten für nichts an. Oh. Richtig so, richtig so. Ich räume mal hier ein bisschen auf. Cool, cool, cool. Upsala, upsala. Was haben wir da hinten? Was war das? Artefakt entdeckt. Oh, okay. Heikel, heikel. Naja, war nicht anders zu erwarten. Wir gehen mal hoch. Und sollten schnell ein Medipäckchen nehmen. Okay, die sind erstmal da unten. Wir können uns hier nicht erreichen, oder was? Nee, sie folgen uns nicht. Das finde ich gut. Was haben wir da drin? Da müssen wir rüber. Schnell. Einfach weiterlaufen. Drücke 1, 2, achso, okay. Wir haben nur noch 3 Waffen. Was ist das? Die haben wir gerade. Was ist das? Ah, der Plasma-Cutter, cool. Ach du Kacke, was ist denn hier passiert? Brüder und Schwestern, das Zeitalter der Menschheit neigt sich dem Ende zu. Wir sind zu viele geworden. Norton, das ist nicht nur eine Menschenjagd, sondern eine systematische Metzelei. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Aber warum die Regierung stürzen? Warum Erdgar? Denn ich sag, sie hätten mit den Markern experimentiert. Er hält das für Ketzerei. Sie können sich denken, was die von Ihnen halten. Müssen wir in den Fahrstuhl rein? Aber fürchtet euch nicht. Puh, okay, okay. Na? Spätet? Was? Nein, nein, nein! Oh, Isaac, man guckt doch, bevor man rausgeht. Der hier lebt noch. Ja, ach was. Also Clark, der Mann, nach dem ich gesucht habe. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie, Sie werden ohnehin gleich tot sein.
Heb ihn hoch. Ich möchte Ihnen was zeigen. Da. Sehen Sie das? Das ist ein Marker-Testlabor. Es gibt sie überall, in allen größeren Kolonien und Außenposten. Was wollen Sie von mir? Als Teil des Marker-Testprogramms haben Sie geholfen, sie zu machen. Und heute, Isaac, werden Sie Zeuge sein, wenn ich Sie freisetze. Nein, nein! Sie bringen alle um! Der Tod ist nur der Anfang, Isaac. Die Natur muss ihren Lauf nehmen und ich lasse nicht zu, dass Sie oder jemand anderes das aufhält. Augen geradeaus, Isaac. Passen Sie gut auf. Oh nein. Und jetzt werden Sie Teil des Wiedergeburtszyklus. Scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt werden so viele, die verreckt sind, wiedergeboren. Heißer, oh, ja, komm. Schnell. Oh Gott, ja, hier vorne geht's ja schon gut los. Isaac, das war nicht gut. Was der böse Mann da gemacht hat. Oh oh. Ja, geilo. Oh, ich hasse solche. Also, wie kann man nur? Wie kann man nur? Was soll das jetzt bringen? Ich meine, die wollen doch nur alle nur töten und vernichten. Das wird doch so nicht besser. Das wird doch so nicht besser. Was machen wir? Wir sollen da auch durch, oder wie? Kann ich irgendwie was. Ah, ja, das geht. Komm. Scheibenkleister, Scheibenkleister, was ist denn das? Oh. Alter, ist das eine Kackwaffe? Die ist doch echt... furchtbar. Meine Güte. So, jetzt lang links. Erstmal Medipäckchen reinschmeißen. Hier nochmal reinschauen. Sind die alle tot? Tritt auf Leichen, um Objekte zum Vorschein zu bringen. Ja geil, die haben sich ja schon richtig sauber verwandelt. Na toll. Wieso muss das denn hier so blutig... Achso, vom Marker, ne? Ja toll. Na schön. Boah, seit wann können die denn sprechen? Hilfe! Kein Platz mehr? Ja, geil! Das. Oh, geht so schön los hier. Hm. Wir gehen mal weiter. Dahin. Komm schon! Was ist denn das? Ich werde verrückt. Die Waffe ist so grottenschlecht. Ey. Wollen die mich hier veralbern? Ich hänge fest, ich hänge fest. Ich komm schon! Alter, das hat mich jetzt gerade an Resident Evil erinnert. Ohne Scheiß. Da gab es auch irgendwelche Monster. Wenn mich nicht alles täuscht. Also nicht im Film, sondern im Spiel. Ich kann das immer noch nicht aufheben. Wieso? Ich habe doch jetzt gerade so viel Munition verballert. Naja.